Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Colossus. Ich musste übrigens den gesamten dreckigen Weg bis zu Argus hier, dem 15. Koloss, nochmal gehen, obwohl ich hier zwischengespeichert hatte, aber das Spiel ist halt so aufgebaut, dass man immer an dem letzten Ort, wo man gebetet hat, respawnt wird dann im Prinzip oder sein Spiel fortsetzen kann. Und wir haben dummerweise hier oben nicht gebetet, was ich eigentlich hätte tun sollen. Von daher, my bad. Aber trotzdem, ich wollte es einmal angemerkt haben. Und jetzt werden wir nochmal hoffentlich etwas erfolgreicher gegen diesen ziemlich mies gelaunten Koloss kämpfen. Wie gesagt, ich entnehme das einfach seinem Gesicht. Aber es soll ja auch Menschen geben, die mit so einem Sad Face durchs Leben rennen und halt trotzdem gut gelaunt sind. Aber das erkennt man dann nicht unbedingt immer. Einziger Vorteil gegenüber dem letzten Run ist natürlich, dass wir wissen, wie wir gegen ihn zu kämpfen haben. Zumindest theoretisch. Auch wenn ich jetzt diese letzte, zweite Phase da nicht richtig verstanden habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß jetzt nicht genau, was da der Weg zum Ziel ist, um ihn zu töten. Ich weiß allerdings, dass er nicht damit zu tun hat, dass ich mich 100 Meter in die Tiefe stürze. Das kann nicht gewollt sein. Sagen wir mal so, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass er vielleicht mit seinem Tritt oder sowas die Klippe oder den Rand der Klippe so zerstört, dass er runterfliegt. Wobei er auch im Prinzip von da kommt, also eventuell stört ihn das ja nicht mal so. Er muss jetzt aber auch mal zutreten, sonst wird das nichts. Ja, da ging der Huf schon wieder daneben. Mignon. Du musst es auch nochmal... Ja, das sieht besser aus. Das könnte was... Das wird was. Perfekt. Jetzt sind wir schon mal eine hoch. Jetzt muss er hier nur noch einmal gegenwämsen. Hallo. Ein bisschen provozieren. Richtig übel abfacken. Ihm richtig Saures geben mit meinen Pfeilen. Die ihm wahrscheinlich nicht mal so wehtun werden wie Nadelstiche uns. Habe ich ihn gerade ernst? Ich habe ihn gerade... Ich glaube, ich habe ihn gerade ein bisschen getroffen an seiner empfindlichen Stelle. Komm, Headshot. Yo. Nice. So, das war die zweite Vorbereitung, die wir brauchen. So, und jetzt müssen wir hier lang. Er muss ja die Brücke zerstören. Und diesmal werden wir das so machen, dass wir nicht mit runterfliegen. Denn das führt zu nicht besonders viel, wie wir beim ersten Mal festgestellt haben. Also spielen wir den Spielfilm aus Brücke wird Balkon. Lassen ihn die Brücke zerstören. Aber dafür muss er auch herkommen. Jo, er hat rote Augen. Er ist pissed. Ich glaube, wenn wir hier stehen, müssten wir relativ sicher sein. Ja, das sieht gut aus. Gib ihm Schmackes! Und weg mit dem Ding. So, wir sind noch oben, das ist gut. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir irgendwie... Ja, was soll ich sagen? Das hätte ehrlich gesagt nicht großartig besser laufen können. Wir sind quasi direkt auf seiner Schwachstelle gelandet. You became a fountain! Nein! Kurz bevor ich zustechen wollte. Nice. Sehr gut. Ach komm.
So, mehr Schaden ist da nicht zu holen. Wir wissen ja aber mittlerweile, wo sein nächster Schwachpunkt ist. Und der ist hier unten an seinem Schwertarm. Was mich nur verwirrt ist, was soll denn danach passieren? Danach verliert er sein Schwert. Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Danach muss er noch irgendwo einen weiteren Schwachpunkt haben. Aber wo denn? Gut. Sehr gut. Okay. Wow. Come on, Argus. Wo ist deine letzte Schwachstelle? Oh Gott, es ist die Hand. Deswegen muss er sein Schwert verlieren. Ich halte übrigens jetzt einen gehörigen Sicherheitsabstand zur Klippe. Damit ich nicht nochmal Fly Me to the Moon spiele. So, aber wie komme ich an die Hand ran? Wie kommen wir denn an die... Wow, er kann moonwalken. Beeindruckend bei der Größe. Nein, ernsthaft. Wie kommen wir an die Hand ran? So auf jeden Fall nicht. Das war der Fuß. Sieht ein bisschen komisch aus, wie du in dieser, weiß ich nicht, Trainingspose verharrst. Er muss zuschlagen. Vielleicht sind wir dafür zu nah dran. Mein Sicherheitsabstand wird kleiner. Ah! Oder die Pfeile stecken schon in seiner Hand. Ich habe sie eben gesehen. Ernsthaft, der muss einfach zuschlagen. Jetzt mach doch mal. Was machst du nun, ne? Do you see these moves? Er scheint nicht gerade... Nein, er scheint wirklich nicht beeindruckt zu sein. Wie sollen wir denn sonst an seine Hand kommen? Ich sehe da an dem Arm nämlich kein Fell. Das heißt, wir können nicht runterklettern von da oben. Nein. Das kann es auch nicht sein, oder? Oder können wir das Bein hinten dann quasi so als Rampe benutzen? Jetzt habe ich dich. Ich hab dich, Argus! Irgendwie ein bisschen lame, dass dieser Riese durch einen Poke in die Hand getötet wird. Hätten sie den letzten Poke nicht irgendwie, keine Ahnung, wenigstens in die Brust oder irgendwie auf den Rücken machen können?
Es wirkt jetzt ein bisschen antiklimatisch. Der 15. Koloss. Er ist gefallen. Und damit, meine Freunde, genau das, was sie sagt halt, ne? Nur noch ein Koloss verbleibt in diesem Spiel. Dann sind wir durch. Und dann geht das Bukake-Festival so richtig los. Unser Held ist bereit. Er hat schon viel geübt. Ein einziger Koloss. Eine Statue verbleibt. Dormin, mein letztes Ziel. Bitte. Uns in den Weg zu stellen, damit könnten diese Neuankömmlinge gemeint sein, die in das verbotene Land gekommen sind, diese Maskierten. Wie geht es denn, meiner Lieben? Und wie geht es mir? Oh Gott. Ganz ehrlich, diese Adern. Dude, du siehst echt nicht gut aus. Was hast du gemacht? Ernsthaft jetzt? Wirklich? Du hast dir wirklich Desinfektionsmittel gespritzt, wie es der Karottenkopf-Präsident von Übersee empfohlen hat? Na gut, dann kann man dir auch nicht mehr helfen, ganz ehrlich. Da ist Hopfen und Malz verloren. Und vor allen Dingen jede Menge Desinfektionsmittel. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der letzte Koloss? Wo verbirgt er sich? In die Richtung. Es ist tatsächlich da unten. So wie wir uns das schon gedacht hatten. Es ist tatsächlich da unten. Das Problem ist, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob wir überhaupt bereit sind dafür. Wir haben jetzt, wenn ihr mal darauf geachtet habt, auch erstaunlich wenig Informationen über diesen Koloss bekommen. Wir haben eigentlich gar keine Informationen über diesen Koloss bekommen. Das verwirrt mich schon ein wenig. Und ich weiß halt auch nicht, was richten wir eigentlich damit an, wenn wir ihn töten. Was wird final in dieser Welt passieren? Was wird final passieren, wenn wir ihn erledigt haben? I don't know. Vielleicht ist es genauso wie Sunrise Avenue vor Jahren schon vorhergesagt haben. This is the end. You know. Möglich. Aber Dormin scheint der Einzige zu sein, der uns unseren Wunsch gewähren kann. Von daher ist es unsere Aufgabe. Hatten wir hier eigentlich... Hier hatten wir gar keinen Tempel. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Vielleicht haben wir ihn einfach übersehen. Ich werde jetzt erstmal nach hier gehen. Wir werden uns nochmal ein wenig in der Spielwelt umschauen. Ich werde jetzt nicht besonders viel machen, denn wie gesagt... Die Relikte zum Beispiel werden wir auslassen. Also es ist nicht realistisch, dass wir 100% in diesem Spiel machen.
Vielleicht finden wir aber doch noch irgendwie einen Tempel oder sowas. Hier vorne zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, ob wir da schon waren an dem Baum. Da könnten auch Früchte sein. Hier könnten ziemlich viele Früchte sein. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Da vorne ist zum Beispiel ein Tempel. Zusammen mit einem Justin Jerome vermutlich. Hossa! Empfange das heilige Gebet. Die letzte Ölung. Hab ich das schon wieder gehört, Justin? Wo steckst du? Habe ich ihn? Ich habe ihn nicht ernsthaft getroffen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nice. Er ist mit dem Schwanz davon gekommen. wo führt das eigentlich hin da vorne? Argo! Nee, nicht Argo, Agro. Ohne dass ich dich rufen musste. Agro, du hast dich als sehr treuer Begleiter auf dieser Reise herausgestellt. Herauskristallisiert. Ich bin dir sehr dankbar für alles. Ohne dich wäre es doch anstrengender gewesen. Den einen oder anderen Koloss hätte ich vermutlich auch nicht besiegt. Man erinnere sich an Phalanx zurück. Ich hätte Phalanx ohne Agro nicht besiegen können. Also vermutlich nicht. Ich wäre... Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich es irgendwie geschafft hätte, an seine Flügel zu landen. Oder sie greifen zu können. Von daher Graz an dich. Da drüben ist noch ein Baum, der Früchte haben könnte. Er hat keine Früchte, aber ich höre hier doch ein... Er will da nicht runter. Er will da nicht mal runterspringen. Das ist schade. Aber irgendwie höre ich hier was. Irgendwo hier ist doch was. Warte mal, muss ich da drauf scheinen mit dem Schwert? Eventuell. Na, vielleicht auch nicht. Auch keine Früchte, aber vielleicht hier drüben.
Das ist doch ein relativ großer Baum. Hier könnte was sein. Beziehungsweise, das ist ja eine Baumgruppe hier. Also wenn hier Früchte sind, sind sie gut versteckt. Ja, ich schieß doch nicht auf dich, Mensch. Friendly Fire ist aus in diesem Spiel. Was hast du zu befürchten? Keine Früchte. Keine Früchte für Wanda. Aber da drüben vielleicht. Da ist noch ein großer Baum. Wo führt das eigentlich hin? Es wird auch nur weiter an die Klippe hier. Aber hier oben ist noch ein großer Baum. Na, da hat einer rumgeknabbert. Aber da sehe ich doch was. Numero uno. Wir sind ja mittlerweile ein richtiger Legolas geworden, von daher no props. Perfekt. Wisst ihr, was ich... Ich finde es interessant, dass es Früchte sind, die hier unser Leben quasi erhöhen und uns quasi zu mehr machen als einem Menschen. Ich muss dann nämlich... Also, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns hier im verbotenen Land. Das ist also quasi sowas wie ein großer verbotener Garten. Und da muss ich einfach an Adam und Eva und den Garten Eden denken und den Apfel. Das ist... Es springt einem so ins Gesicht quasi. Mehr als drei sehe ich hier nicht. Okay, dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Energie. Ich will halt einfach nicht so völlig unvorbereitet in diesen Endkampf gehen. Ich meine, das ist der letzte Koloss. Wobei es tatsächlich... Und das dürfen wir nicht vergessen, es ist nicht sicher, dass das der letzte Kampf ist, tatsächlich. Ihr fragt euch, was könnte Waldisch damit meinen? Ganz ehrlich, was ist denn, wenn Dormin der Endgegner ist? Schon mal darüber nachgedacht? Was ist, wenn er uns zum Beispiel reinlegt und nie vorhatte, unsere Liebe wiederzubeleben und uns einfach nur getrickt hat, von Anfang an? Könnte auch sein. Diese Vermutung muss man anstellen. Denn es ist im Bereich des Möglichen. Ich weiß nicht, was mein Pferd da gerade tut. Nein, ich weiß auch nicht, wie man diese Krankheit nennt. Ich hoffe nur, dass das Leiden kurz und schmerzlos sein wird. So. Das hier drüben sieht auch interessant aus. Und ich habe hier auch wieder irgendwo einen Tempel gesehen von Weitem. Ich glaube, da war eine Eidechse. Aber sie hat einen schwarzen Schwanz. Dann will ich sie nicht. Das ist, als würde ich auf ein Stück Kohle beißen. Nicht lecker. Wie wird der letzte Koloss wohl aussehen? Ich kenne seinen Namen. Ich habe mir ja die Namen durchgelesen. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Kerle aussehen. Ich fand es interessant, dass die tatsächlich Namen haben, die aber im Spiel nie erwähnt werden. Oder stehen die irgendwo? Ich habe jetzt in die Statistiken nicht mehr geguckt, eine ganze Weile schon.
Okay, der Koloss ist hier drüben. Aber vorher werde ich meine Stats nochmal ordentlich aufpolieren. Mit Justin Jeromes Hilfe. Wow! Macht das einen Spaß. Wo ist er? Gut. Ich habe ihn zwar diesmal mitgetötet. Aber Justin Jerome Opfer gibt es zwischendurch immer mal. So. Den haben wir. Hier ist ein weiterer Baum, der Früchte tragen wird. Und da oben eventuell auch noch. Und das ist äußerst gut für uns. Ich sehe da oben zum Beispiel was. Das sind zwei, das ist ein bisschen wenig. An den meisten Bäumen waren dann wenigstens drei. Wo ist denn das zweite Ding? Wo? Oh. Look at that. Also auch in den Kleinen. Ich weiß nicht, wie oft oder wie viele von den Kleinen ich mittlerweile missachtet habe schon, die eventuell auch einen hätten tragen können, also Früchte. Irgendwo hier muss auch noch eine Frucht liegen. Aber ich dumm Dödel hab nicht aufgepasst, wo die hingefallen ist. What? Okay, interessant. Ich dachte gerade, dass der Stein dieselbe Markierung trägt wie die Schwachstellen der Kolosse. Bin ich irgendwie fahler im Gesicht geworden? Werde ich etwa nach und nach ein Vampir? Ist es das? Ich kann jetzt nicht genau sehen, aber ich habe die Vermutung, oder es sieht so aus, als wäre ich mega fahl geworden im Gesicht. Also eine Nerdbräune sozusagen. Eine Kellerkind-Bräunung. Und ich finde dieses dämliche andere Stück Obst nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht. Ah. Gut. Wäre das doch mal geklärt. Wir sollten vorher auf jeden Fall einmal speichern. Abro! Abro!
Frage ist, oder ich gehe davon aus, dass hier unten noch irgendwo ein Tempel sein muss. Zwei sind zu wenig. Hier unten an der Seite. Es ist zu wenig. Weiter in den Bereich. Davon ist doch, glaube ich, sogar einer. Gucken wir erst nochmal hier. Es wird irgendwie schon dunkler hier in dieser Gegend, oder? Wobei, jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Mann, die wollen voll gerne mit mir kommunizieren, aber ich krieg's einfach nicht hin. Weil ich ein richtiger Sprachbob bin. Da vorne. Da vorne ist auf jeden Fall ein Tempel, den holen wir uns auch. Die da, zwischen diesen Bergen. Führt der Weg zum nächsten Koloss, zum letzten Koloss. Da ist wieder einer. Da auch. Aber das sind keine Justin Jeromes, so wie ich sie meine. Und wie ich sie brauche. Sind da die... Sah gerade so aus, als wären das die Tauben. Die wir auch bei unserem Mädel hatten. Total Mayhem. Ja, da habe ich leider überhaupt keine... überhaupt keine Gnade mehr mit. So, wie sieht das aus hier? Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Tempel? Wahrscheinlich so in die Richtung da vorne noch. Das könnte noch sein. Da gehen wir jetzt auch nochmal gucken. Das ist jetzt gerade alles quasi die Ruhe vor dem großen Sturm gegen den letzten Koloss. Und ich sag euch, der Name, den wir gleich nennen, der wird euch bekannt vorkommen. Der wird euch bekannt vorkommen. Das ist eigentlich ein typischer Name für einen Bösewicht. Auf jeden Fall. So klingt ein Bösewicht. Genau so. Der Archetyp des Bösewichten sozusagen. Ah ja, man kann hier oben rauf. Aber ich brauche vermutlich Aggro dafür. Oder wartet mal. Ich weiß nicht, was das für Moves sind, die er da gerade versucht. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich die auslöse. Also gesund sieht das nicht aus. Kann man hier irgendwas erreichen? Was immer das war, wir haben es gefunden.
Das wird halt in der Spielwelt durch so einen Ton im Prinzip angekündigt, dass sich ein Relikt oder eine Münze oder was auch... Oh. Das sieht cool aus. Wie gesagt, ich komme wieder nicht umhin zu sagen, dass dieses Spiel unwahrscheinlich schön designt wurde. Es ist grafisch nicht der große Mega-Überflieger, das will ich damit gar nicht sagen. Aber das Art-Design beeindruckt mich einfach. Und nochmal, ich habe nichts gegen diese leere Open World, wenn man es Open World nennen möchte. Es ist so, wie es gedacht war, präsentiert diese Gestaltung dieser Open World perfekt, dass es zum Spiel passt. Perfekt. Man könnte es nicht besser machen. Ist kein Scherz. Bin ich der Meinung. Ich vermute hier noch einen weiteren Tempel. Waren wir in diesem Teil der Welt überhaupt? Das kommt mir nämlich gerade überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir nicht so richtig. Was im Prinzip gleichbedeutend ist mit hier, wir waren hier nicht. Was echt schade ist, denn es sieht hier verdammt mega episch aus. Was ist hier hinten noch? Wahrscheinlich sind hier überall Relikte versteckt. Wir werden einmal kurz hier hoch. Okay. Hier ist kein Tempel. Zumindest sehe ich ihn nicht. Kann auch sein, dass ich ziemlich blind bin. Aber dann ist hier vielleicht doch keiner mehr. Und hier haben wir ja diesen mega Sandsturm, der da fegt, hin und her fegt, von Phalanx ausgelöst. Beziehungsweise offensichtlich ist er ja nicht von Phalanx ausgelöst, sonst wäre er hier nicht mehr. Aber zumindest... Wow! War das jetzt die Bewerbung für den Zirkus Roncalli, oder? Du willst mich doch nicht verlassen! Bitte! I need you. Look at that. Guckt, was wir gefunden haben. 1, 2, 3. Aus. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Nein, sie scheint mir aus dem Hintern. Ich frage mich echt, was passiert, wenn man auf Aggro schießt, aber irgendwie traue ich mich nicht. Guckt euch unsere Haut an.
Da am Hals. Okay. Und damit ist für mich bestätigt, je mehr von diesen Früchten wir essen, desto untoter werden wir. Ich nenne es jetzt einfach mal untot. Wir können es auch unmenschlicher nennen. Und das ist für mich irgendwie voll, es ist für mich voll Garten Eden. Diese ganze Thematik. Verbotene Früchte, die einem zwar unglaubliche Kräfte bescheren, in Form von mehr Vitalität, aber man verliert seine Menschlichkeit dadurch. Die Frage ist, woher kommt diese Kraft, die das Ganze auslöst? Warum wurde dies zum verbotenen Land? Hat das was mit der Kraft der Kolosse zu tun? Okay, das war geil. Zirkus Roncalli confirmed. So. Ich würde sagen, reiten wir zum letzten Gefecht. Zum letzten Koloss. Probieren wir, ob wir unsere Liebe wiedererlangen können. In diesem alles entscheidenden letzten Konflikt. Öffne das Tor. Abro,